Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City Skylines. Zurück in einem wunderschönen Naturschutzgebiet, wo die Gehwege fast überschwemmt werden. Oder grundsätzlich überschwemmt werden vom Wasser. Ja. So, ich muss mal schauen, was ich diese Folge mache, denn ich habe mir mal so ein bisschen überlegt, dass ich eventuell diese Folge mal der Herr des Stadions, so ein Reinfall war, ein bisschen die Zeit hier totschlag mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Einerseits will ich mal versuchen, also keine Schwebebahn und so weiter zu bauen, das kommt vielleicht noch irgendwann, dass ich mal so kleinere Städte hier, die ganzen Straßen, da ja hier keine Bäume und so weiter sind, macht es ja eh nichts, wenn da dann Schwebebahn, Schienen und so weiter rumstehen. Ja, ich will mal so ein bisschen probieren, so ein paar öffentliche Verkehrsmittel Sachen einzubauen. Einerseits vielleicht U-Bahn, Schwebebahn, andererseits vielleicht, also Wasserfahrt ist ein bisschen kompliziert hier. Also ich glaube nicht, dass hier Taxis funktionieren, also wenn die hier hochfahren können, dann wow. Ich weiß, ich muss mal kurz schauen. Vielleicht ist jetzt nicht das geht. Es geht. Ja gut. Ich habe nichts gesagt. Gut, daher dann hier die Fährstation so tadellos funktioniert. Probiere ich es auch einfach mal testweise aus. Ob man wirklich mit der Fähre so gut hin und her kommt und dann halt so wunderschön drüben ankommt, wie man es sich denn ja so vorgestellt hat. Muss ich nur mal schauen, dass hier der Weg so schön funktioniert. Ist natürlich auch eine Frage der Zeit, der Geduld. Ob das hier so weitestgehend funktioniert, denn ich glaube, es ist hoffnungslos verloren, so wie die Straßen hier schon aussehen, mit diesem Anzeigebug. Ne, das geht nicht. Das war ich nicht. Das waren die Nachbarn. Okay, hier geht's, Gott sei Dank. Gut, dann können wir hier unseren bösen Plan in die Tat umsetzen. So wie wir es machen wollen. Mit der Fähre. Ich will gar nicht wissen, ob das funktioniert. Ich habe Angst davor. Vor allem, wenn es geht, dann ist es doch sowas von, ja, was weiß ich? Also rein theoretisch gesehen dürfte das eigentlich nicht, wirklich nicht funktionieren, aber vielleicht ist es sogar das Spiel so verrückt und es funktioniert. Gefälle zu geil. Tja, ja. Das Spiel will halt nicht, dass man hier irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Da hat es doch gerade blau aufgeblinkt. Da. Nein! Komm schon, ich will da hochbauen! Oh, Gefälle wieder zu steil. Und wer kommt das bitte schön wieder, dass das Gefälle hier zu steil ist? So, jetzt aber. Es muss doch bestimmt irgendwie gehen, dass man hier sich hochbauen geht doch. Hier geht es bestimmt auch gerade gleich. Nee, da nicht. Oder? Das hat gerade fast funktioniert. Komm schon, ich will hier jetzt hochbauen. Da. Nee. Okay, ist kaputt. Das heißt, es funktioniert nur hier. Vielleicht haben wir jetzt das wunderschöne Glück. Und wir können die
starken Sachen tatsächlich miteinander verbinden. Was ja wiederum ein bisschen fragwürdig mir scheint. Ach, für. Natürlich wieder die Masche. Vielleicht ist es wirklich wie immer vollkommen unnötig, was ich hier... Wie soll denn das bitte schon gehen? Vor allem, ich habe ja gelernt in der letzten Folge, wo ich hier aufgenommen habe. Und zwar war das die Folge, sag mal, Cities Skylines Mass Transit. Da habe ich so schön gelernt, dass man nur die Wege verbinden kann, wenn man das so baut. Das ist, also, ich frage mich wirklich, wer so eine Idee, vor allem hier geht es ja überhaupt nicht. Hier geht es ja mal gar nicht. Da muss man es ja wirklich so, was weiß ich, strikt gemütlich machen, dass man hier... Also, wow. Ich... Aha. Ich kann sagen, ich bin davon Entfernung zu gering. Ich bin davon wirklich äußerst begeistert, dass... Ach so, deswegen wollte es nicht weggehen. Dass alles wirklich gerade so wunderhübsch gut funktioniert. So, und jetzt kann ich auch hier weiterbauen. Hat ja alles gut funktioniert. Und jetzt geht es nur noch hier runter. Wildwasserbahn. Wenn wir dieses Stück hier überleben, dann haben wir es geschafft. Ist ja natürlich nur die Frage, wenn wir es überleben sollten, ob dann wirklich überhaupt Leute... wie soll ich sagen... hier entlang fahren. Weil es sieht teilweise so aus, als ob hier dann niemand mehr entlang fahren wird. Also einerseits autotechnisch wird es schwer. Das geht natürlich. Ja. Die geballten Kräfte hier. Es geht noch, das wurde so eingeplant, einkonzipiert. Das ist ja mal richtig... Gut, da hat man keine Kosten und Mühen gesteuert. So, das Ding hier hat nicht mal Wasser. Obwohl es so nah an der Stadt ist, ist schon unverschämt. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, ob das wirklich so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, dass da halt, wie ich es ausprobieren wollte, dass da eventuell irgendwie Fahrzeuge fahren. Im ersten Moment kann ich es mir gerade nicht vorstellen. Man muss aber auch andererseits dazu sagen, es ist hier die Skylines. Und das andere Thema ist nochmal Minecraft. Da ist alles möglich. Da ist wirklich alles komplett möglich. Man kann wirklich so viele komische, nett ausgedrückt, komische Dinge tun, die... Und es funktioniert sogar. Wenn jetzt hier wirklich anfangen Fähren... Nee, die müssen ja hier rauskommen. Es fahren sogar Fähren. Sieh mal einer an. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ob es gut ist, ob es lustig ist, denn das Geile ist, Fähren können als Spielefeature. Die Niagara-Fälle einmal hoch und einmal runterfahren hier. Also sie fuhren gerade eben runter.
Und jetzt fahren sie locker flockig mit einem Schnipser hoch. Nein, kein Grafikbug. Und dann fahren sie hier hin. Wow. Es wundert mich, dass sogar da Leute... Warum wollen da Leute hin? Wollen die wirklich da mitfahren? Wow. Ich hätte nie gedacht, dass da überhaupt mal Leute mitfahren wollen. Vor allem die... Die müssen ja da hochfahren. Das geht praktischerweise, also rein theoretischerweise... Ist das vollkommen unmöglich, aber... Willkommen in City Skylines. Gut, gut. So. Oh Gott, jetzt weiß ich natürlich nicht. Okay, U-Bahnen habe ich mal verbunden. Ich habe in dem anderen Let's Play, und zwar Mass Transit, testweise Zeppeline hingebaut. Was war? Die haben mir die Bude eingerannt. Die Zeppeline, die, also die Strecken, die Strecke, lief so extrem buttergut. Wirklich, die lief richtig gut, die Strecke. Richtig, richtig gut. Wer es mir nicht glaubt, schaut selber in meinem Let's Play nach. Habe ich jetzt natürlich nicht verlinkt. Aber ich kann schon mal eins sagen. Bei mir unter dem Reiter Mass Transit. Ich finde die Station so riesig. Also ich finde die schon arg groß. Vor allem, wie viel die hier wegschnetzeln von der Stadt, von den ganzen Häusern, von den Bewohnern. Die müssen ja alle ausziehen. Und da machen wir hier Verlust. Sieht man unten gerade. Oh, wir machen Verlust. Wieso machen wir Verlust? Wieso machen wir hier auf dieser Strecke Verluste? Moment, habe ich das ausgemacht? Nee, das ist an, okay. Weil drüben habe ich es mal kurz ausgemacht, weil ich da was bauen musste, sonst hätte es nicht funktioniert. Also es hätte nicht so smoothig funktioniert. Da habe ich nämlich gerade noch gedacht, aha, habe ich das hier noch angelassen. Okay, ich habe eine Idee, und zwar... Nein, Handy, ich habe gerade keine Zeit. Nein, Handy, ich habe gerade keine Zeit. Und zwar mache ich das einfach so, dass ich diese... Wer schickt mir? Na? Ah ja, es gibt gleich Essen. Gut, dann muss ich halt gleich Schluss machen. Warum gibt es jetzt schon Essen? Okay, Zeppeline. Wäre natürlich... Ich hätte hier noch eins hinmachen können, oder? Ich hätte hier noch ein Zeppelin-Ding hinmachen können. Ist aber egal, denn... ich habe mir überlegt, dass ich das so machen werde. Also ich mache in jeder Stadt... Hier mache ich noch eine... Nee, hier brauche ich eigentlich keine Rundfahrt machen. Aber hier mache ich eine Rundfahrt. Hier mache ich eine Rundfahrt und dann verbinde ich die mit ein paar Strecken. Diese Rundfahrten, dass dann die Leute halt mit den Zeppelin... Also es dauert einen Moment. Aber gleich kommen die ganzen Leute hier reingeschwungen. Und wollen mitfahren. Hoffe ich, also drüben beim Mass Transit hat es so funktioniert. Hier weiß ich nicht, ob es so gut funktioniert. Es kann aber sein. Es gut funktioniert. Vielleicht funktioniert es gut, wenn man die Strecken auch, also diese Zeppelin-Strecken auch außerhalb der Stadt hinmachen werden, dass man halt diese zwei Städte miteinander verbinden mit den Zeppelin-Routen, dass es dann so funktioniert. Aber ich wollte jetzt erstmal sagen, ich melde mich gleich wieder. Ich bin jetzt beim Mittagessen. Deswegen danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und tschüss, weil ich nehme gerade im Voraus auf. Deswegen bis gleich. Bis zur nächsten Folge, wo in 2 Tagen oder 4 oder 6 Tagen kommt, aber für mich ist es gleich und deswegen bis gleich. Tschüss.
Citizens behave. It is really just trying to bring as much realism as possible, but making it more fun than it actually is in real life. Maybe this sounds kind of weird, but